Von 2009 bis 2016 beeindruckte die Serie Castle ein Millionenpublikum. Im Rampenlicht standen dabei Richard Castle und Kate Beckett, gespielt von Nathan Fillion und Stena Cuttage. Doch was ist nach dem Ende der Show aus den Darstellern geworden? Hier erfahrt ihr die wichtigsten Fakten über die ehemaligen Castle-Stars. Nathan Fillion wurde erstmals 2002 durch die Serie Serenity einem breiten Publikum bekannt. Dort spielte er die Rolle des Ma Rainald. 2005 erschien der Kinofilm zur Kultserie, der ebenfalls sehr erfolgreich war. 2009 begeisterte er dann als Richard Castle. Zwar endete 2016 die Show, Nathans Karriere war jedoch noch lange nicht vorbei. Von 2016 bis 2018 spielte er den Rainer Shine in der Comedy-Serie Modern Family. 2017 konnte er ebenfalls eine neue Rolle ergattern. Er war dann in der Netflix-Show Santa Clarity Diet zu sehen. Seit 2018 ist er in der Hauptrolle der ABC-Serie The Rookie zu sehen, die 2021 um eine vierte Staffel verlängert wurde. 2021 feierte er zudem große Erfolge als Corey Pitzner im Kinofilm The Suicide Squad. Während Nathan seit dem Serienaus viele Erfolge feierte, ging es bei seiner Serienkollegin Stena Cuttage eher ruhiger zu. Vor Castle spielte sie in vielen anderen Hitserien mit, darunter Emergency Room oder 24. Nach der Show war sie auch noch in ihrer eigenen Serie Absentia zu sehen. Dort spielt sie die FBI-Agentin Emily Byrne. Die Darstellerin ist nicht nur Hauptdarstellerin der Show, sondern auch Produzentin. Neben der Schauspielerei beschäftigt sie sich mit der Musik. Sie ist ausgebildete Alt-Mezzosopransängerin. Doch neben den Hauptdarstellern aus Castle gibt es noch einige weitere Rollen. Was machen Javier Esposito, Kevin Ryan und Alexis Castle heute? John Huertas spielt in der Kultserie den Ex-Army-Scharfschützen Javier Esposito. Tatsächlich hat John nicht nur in der Serie was mit dem Militär zu tun. Auch im echten Leben war er 8 Jahre lang Waffenspezialist bei der United States Air Force. Neben der Schauspielerei ist auch er leidenschaftlicher Musiker. 2013 erschien sein Album Grown in Sexy Music. Direkt nach dem Ende von Castle konnte er eine neue Rolle ergattern. Er spielt den Miguel Rivas in der NBC-Show This Is Us. Seamus Denver war in Castle als der Polizist Kevin Ryan zu sehen. Nach dem Serienaus war er in kleineren Rollen zu sehen, unter anderem in der DC-Serie Titans. Molly C. Quinn feierte als Alexis Castle ihren Durchbruch. In der Serie war sie als Rick Castles Tochter zu sehen. 2019 gründete sie ihre eigene Produktionsfirma QWG Meyer. Seither produziert sie Indie-Filme. Die Darstellerin lebt mit ihrem Verlobten Elon Gale in Los Angeles.